Ja, also dann darf ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Heinrich Rechberger und bin von der beruflichen Tätigkeit her selbstständiger Organisations- und Managementberater. Unterrichte nebenbei an der Fachhochschule Wiener Neustadt im Bereich Organisationsentwicklung, Sportverbünden, Vereinen, im Bereich Sportmanagement und auch mit einer kleinen Lehrverpflichtung an der Uni Seeburg. Von der Ausbildung her bin ich studierter Wirtschaftsberater, das heißt an der Fachhochschule Wiener Neustadt berufsbegleitend Wirtschaftsberatung studiert. Dann schließend noch über die Uni Klagenfurt Organisationsentwicklung das Masterstudium weiterführend. In weiterer Folge dann später noch auch das Masterstudium Trainingswissenschaft und Sportmanagement. Ja, und das Ganze hat mich dann letztendlich auch noch zum Doktoratsstudium gebracht an der Privatuniversität Seeburg, Innovation und Creativity Management, das ich heuer eben jetzt erfolgreich absolvieren konnte. Genau, privat, ich bin verheiratet, habe drei Kinder, zwei davon erwachsen und ich lebe in Spielberg in der Steiermark. Der Titel meiner Dissertationsschrift lautet Innovationspotenziale in der Leitung von Non-Profit-Organisationen, eine organisationsökonomische Analyse der Allokation von Fördermitteln im Leistungssport. Ja, also die Forschung, das Forschungsfeld war ja Non-Profit-Organisationen am konkreten Fallbeispiel von österreichischen Bundessportfachverbänden. Und die Forschung zeigte, dass die Zuteilung staatlicher Förderung grundsätzlich Wirkungs- und Anreizfaktoren zu unterscheiden hat. Denn Finanzmittel, die von staatlicher Hand zugeteilt werden, produzieren nicht per se Medaillen und führen auch nicht automatisch zu einer höheren Innovationstätigkeit der subventionierten Organisationen. Die untersuchten Daten weisen sogar auf das Gegenteil hin, dass eine ineffiziente Ausgestaltung des Fördersystems auf Dauer sogar zu einer Abnahme der Innovationsleistung bei den Verbänden führen kann. Weil für mich persönlich Erfolg im Leben nicht unbedingt dadurch gekennzeichnet ist, dass man tun kann, was man möchte, sondern vor allem, dass man sich nicht mit Dingen herumschlagen muss, die man nicht tun will. Ja. Also da sehe ich dann wirklich den großen Unterschied und im Erstrebenswerten. Und deswegen ist meine wirklich persönliche Erfolgsgeschichte vor allem dadurch geprägt, dass ich in unterschiedlichen Lern- und Entwicklungsphasen war, wo es vor allem darum gegangen ist, dass ich mir meine persönlichen Ziele gesetzt habe. Und das war egal, ob das jetzt da irgendwie den beruflichen Werdegang betroffen hat oder eben Aus- und Fortbildungen, eben die verschiedenen Studien oder auch im sportlichen Bereich, wie das Beispiel das Finishen bei einem Ironman, das Beispiel, ja. Also es waren immer so Ziele, die mich begleitet haben. Und aus dem heraus, also der Erfolg immer dadurch, die Sachen mit Herzblut, ja, machen und keine halben Geschichten, wobei ich dabei eben immer auch versucht habe, mit Václav Havel zu halten, der ja einmal den netten Spruch getätigt hat, dass Hoffnung nicht die Überzeugung ist, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn macht, egal wie es ausgeht. Und das war immer meine Devise, das heißt auch eine gewisse Risikofreudigkeit für Veränderungen. Dinge einfach ausprobieren und sich dementsprechend halt, wie die Amerikaner so schön sagen, Stretched Goals setzen, um einfach einmal über den Tellerrand hinaus wieder neue Dinge zu erschließen. Ob das jetzt für jeden anderen relevant ist oder irgendwo so erstrebenswert ist, das kann ich nicht beurteilen, aber für mich hat es immer ganz gut gepasst bisher. Ja, der Studienstart, also der Start ins Doktoratstudium, war natürlich schon geprägt durch eine gewisse Unsicherheit und Aufgeregtheit,
freudige Erwartung, was kommt dazu auf mich zu. Und ich habe das für Beginn weg irgendwie als Privileg gesehen, das machen zu dürfen, weil ich, wie ich aus Erfahrung sagen kann, also ich habe ein Semester Doktoratstudium Sozial- und Wirtschaftswissenschaften im Jahr 2007 an der Karl-Franzens-Universität in Graz absolviert. Aber da war es ungleich schwieriger, ein eigenes Forschungsthema zu etablieren. Ja. Und ich habe das dann als absolutes Privileg gesehen, bei der Uni Seeburg das in der Form machen zu dürfen. Und darum einfach hat natürlich die Vorfreude, die Risikoaversion absolut ausgeglichen bzw. überragt. Und von dem her war das absolut ein positiver Start. Ja, also das kann ich relativ kurz beantworten, weil ich meine, wie man eh sieht, also im Video bin ich ja nicht mehr die jüngste Generation. Das heißt, natürlich ist schon eine gewisse Erfahrung da und es hat sich wieder bestätigt, eine gute Planung ist die halbe Miete. Also es war wirklich, was ich im Laufe dieser 3 Jahre gesehen habe, einfach die Investition vorher in eine gute Struktur, in eine gute Planungsstruktur, Das zahlt sich hinten raus dann einfach doppelt und dreifach aus. Ja, da brauche ich nicht allzu lange nachdenken. Also definitiv die erforderliche, tiefergehende Auseinandersetzung mit Pendeldatenmodellen. Ja. Also es ist schon im Rahmen meiner empirischen Forschung, ein Level an statistischen Kompetenzen, wo ich also zu Beginn schon eine gewisse Mächtigkeit verspürt habe und auch, werde ich das schaffen? Und das hat mir wirklich da de facto einiges an Arbeits- und Lernaufwand abgelangt. Also das war definitiv also die intellektuell größte Hürde, die ich da zu bewältigen gehabt habe. In den anderen Bereichen war es durch eben die gute Planung und durch mein Projektmanagement, sage ich einmal, alles eigentlich recht gut handelbar und das hat alles ganz gut gepasst. Ja, zum einen das Curriculum, also die Lehrinhalte, weil ich glaube, dass das wirklich ein sehr guter Mix ist, also im Doktoratstudium insbesondere. Für das kann ich jetzt beurteilen, wirklich, glaube ich, eine gute Mischung ist von dem, was für die eigene Forschung solide theoretische Basis auch bietet und zum anderen wirklich auch für das wissenschaftliche Arbeiten generell und so weiter. Das ist das und zum anderen eben das Lehrkonzept, das heißt dieser Mix aus Präsenzeinheiten, Präsenzlehre und Online-Lehre. Also dieses semi-virtuelle Lehrkonzept, das finde ich auch extrem ansprechend. Und da merkt man halt, dass die Uni Seeburg da einfach schon über mehr Erfahrungen verfügt, als es halt in anderen Lehrinstitutionen bis dato halt üblich war. Also sie sind einfach schon weiter in verschiedensten Belangen. Darüber hinaus, eben, was ich eh schon erwähnt habe, im Unterschied zu meinem ersten Versuch eines Doktoratstudiums, also wirklich bei der Uni Seeburg habe ich mich da von Beginn weg eigentlich absolut aufgehoben gefühlt. Das heißt, mit der Möglichkeit, eine eigene Forschungsideen nachzugehen und dabei auch wirklich, wirklich unterstützt zu werden. Und abschließend muss ich noch herausheben, einfach, das hat ja mit den vorhin genannten zu tun, also der wertschätzende Umgang der Lehrenden mit den Studierenden. Ich finde das auch nicht selbstverständlich, habe ich leider in meiner akademischen Laufbahn auch ganz andere Erlebnisse zum Teil gehabt, doch also ein bisschen mehr hierarchisch und veraltet. Und das ist halt bei der Privatuniversität Seeburg also um einiges moderner und menschlicher, würde ich jetzt einfach sagen. Ja. Und es macht dann einfach irgendwie das ganze Lernsetting irgendwie produktiver, angenehmer. Und wie wir wissen ja aus der Lernforschung, ist ja das auch nicht ganz unerheblich, nicht, wie man sich dabei fühlt. Wie sagt man so schön im Marketing, so ein USP, Unique Selling Proposition, der Universität Seeburg, das Lehrkonzept und die Lehrkultur, ja, mit der man da herangeht.